Hallihallo, meine lieben Homies, willkommen zu GTA, zu meinem Autohandel. Wir beschaffen uns ein neues Fahrzeug. Ja, warum soll ich das nicht sofort? Wir klauen wieder ein neues Fahrzeug. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal am PC. Bin mal gespannt, was wir heute bekommen. So, Fahrzeug beschaffen, bestätigen. Und was ist es? Fahrzeug Turismo R, Standardklasse. Mann, Mann, Mann. Egal. Auf geht die Post. We gonna make some deals? Bis später. Ich hoffe mal jetzt, dass wir nicht so weit fahren müssen. Dass das jetzt hier ratzfatz geht. Details should be with. So. Auf geht die Post. Wie immer fahren wir natürlich unfallfrei. So. Das war ja sowas von klar wieder, wenn ich anfange zu reden. Jedes Mal. Mann, Mann, Mann. Ich bin am besten. Ja. Da müssen wir, glaube ich, nicht hin, oder? Nee, das ist weiter oben. Wow. Also, wenn einer drauf hat, schnell einen Unfall zu bauen, dann bin ich das. Das ist alles mit Absicht. Heute habe ich ja drauf mit dem Weg. Also die Folge fängt natürlich wieder echt super an. Weißt, ich bin einfach zu schnell für diese Welt. Panne halt. Oh, der liegt aber nicht gut auf der Straße, der Wagen. Der gefällt mir auf jeden Fall nicht. Ich meine, so ein paar Missionen ist der Kuruma eigentlich ganz gut, aber mein Fall ist es nicht. Der rutscht mir zu sehr. Er läuft am besten noch da runter. Das war so was von klar, ne? Das ist doch hier der beste Weg. Guck mal so, als ob wir eine Abkürzung genommen haben. Ey, heute habe ich da drauf. Oh Mann. Wieso? Mann, das kostet doch so schon alles Zeit, dieses Hin- und Herfahren. Dann mache ich noch solche Faxen. Ach, trotzdem sieht's gut aus. Einfach professionell hier. Schießen die noch ein bisschen doof oder was? Wieso haben die jetzt auf uns geschossen? So, da kommen die wahrhaftig noch. Kommt mal her, ihr Penner. Was mit euch? Ja? Vor allem, wir haben denen gar nichts getan. Was ist mit euch nicht richtig? Ja, wo ist der andere Penner? So. Sehr schön. Jetzt schnappen wir uns schnell das Auto. Dann würde ich sagen, weg hier. Da steht er. Den habe ich mir auch geholt. Den Turismo R. Ah, ich feiere diesen Wagen einfach. Genauso wie den Centorno. Sind schöne Autos. Und es macht Spaß mit denen zu fahren, vor allen Dingen, wenn er die komplett aufgerüstet hat, alles reingesteckt hat, was geht, liegen die super auf der Straße und sind auch nicht langsam. So, ich hoffe mal, jetzt nervt uns keiner, aber da kommt schon die ersten wieder.
müssen uns hier konzentrieren jetzt. Der Schaden ist uns eigentlich egal. Klar verlieren wir natürlich da am Wert und holen nicht viel raus. Aber es geht jetzt einfach nur um diese Mission für mein Auto, haben wir hier wieder ein Fahrzeug klauen. Jo. Den haben wir gut veräppelt. Ist bis jetzt auch eine gute Strecke. Muss man jetzt hier kein Zickzack fahren. Wie geht das, ne? Ja gut, wir konzentrieren uns jetzt erstmal. Bring das Ding sicher nach Hause. Heute ohne Angestellten, ohne Nomi. Heute machen wir es alleine. Eieieiei. Ich sag ja, wenn er drauf hat, die Kisten zu schrotten, dann bin ich das. Bin einfach zu hektisch. So, ein bisschen müssen wir hier noch. Natürlich wieder einen schönen Unfall gebaut. 1,7 Kilometer, das kriegen wir hin, das kriegen wir. Auf jeden Fall gehen uns die Gegner schon mal nicht auf den Sack. Das ist auf jeden Fall schön. Gerade wenn man alleine ist. Dann nerven die ja richtig. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus, meine lieben Homies. 800 Meter noch. Und zwar nur einer. Aber die werden uns nicht stören. Wir sind einfach viel zu schnell für die und einfach zu gut. Als ob wir nie was anderes gemacht hätten. Oh, da kommt noch einer rausgeschossen. Das ist egal. Zack hier rein. Oh, da müssen wir aufpassen. Schießen die auch noch auf uns. Ja, wir haben es geschafft, meine Limonis. Wunderbar. Spitzenmäßig. Haben wir das Ding sicher nach Hause gebracht. Kratzerfrei. Abgeliefert. Sehr, sehr schön. Alright. Meine lieben Homies, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, wir sehen uns, wenn wir den Wagen verkaufen. Auf Wiedersehen.